Bilder auf einer Website zeigen, das ist nicht so eine Sache. Aber gerade wenn du mit JavaScript arbeitest und Bilder manipulieren möchtest, dann gibt es einige Dinge, die du wissen solltest. Und ich versuche hier anhand dieses einfachen Dokumentes ein bisschen eine Übersicht darüber zu geben. Ich habe hier einen Image-Tag mit einer ID und der zeigt auf einen Pfad, auf eine Datei in einem Bilderordner. Dem Ordnernamen ist nichts vorangestellt, also ist der auf der gleichen Ebene wie das HTML-Dokument. Das sehen wir hier in der Seitenleiste. Und hier gibt es einige Bilder. Das sind alles Zoom-Backgrounds, die ich gerade gefunden habe. Jetzt ist dieses Bild größer als der Viewport. Die Konsole kann ich ja nochmal zumachen. Wenn ich da die Informationen abfrage dazu, dann sehe ich, dass das Bild 1920 x 1080 Pixel misst. Das ist das Full HD-Maß. Das ist die effektive Dateigröße. Und der Browser, wenn der keine anderen Angaben hat, dann bildet er das so groß ab und dann wächst auch die Seite entsprechend. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier diese Größe zu formatieren. Ich kann das mit den Attributen Width und Height machen. Wenn ich hier zum Beispiel auf 300 gehe, dann wird das Bild mit 300 Pixeln abgebildet. Also alle diese Maße, die beziehen sich auf den sogenannten CSS-Pixel. Hier gibt es noch keine Optimierung jetzt auf Retina-Screens oder so irgendetwas. Das wird einfach 1:1 so umgerechnet. Also wir sehen hier, dass die Höhe proportional korrekt mitkommt. Das ist das Seitenverhältnis 16:9 in diesem Bild. Aber wenn ich beide Attribute angebe, dann kann ich das auch verzerren. Aber wenn es nur ein Attribut gibt, dann wird das andere proportional mit skaliert. Und noch üblicher als dies so zu tun ist, dass ich das mit dem Stylesheet formatiere, gerade im Zusammenhang mit Responsive Web Design. Ich muss eine Regel natürlich mit einem Selektor schreiben, Selektor Image. Und dann schreibe ich Width Doppelpunkt 100%. Diese 100%, die beziehen sich auf das Eltern-Element. Und hier ist der Parent, ist direkt der Body. Der ist immer so breit wie der Viewport und so skaliert das mit. Also natürlich kann ich den Body auch irgendwo auf ein Pixelmaß fixieren, aber in der Regel wird das nicht gemacht. So, also das zur Bildgröße und hier sehen wir schon, das ist ein wichtiger Punkt, es gibt die gerenderte Bildgröße und es gibt die Bildgröße der Bilddatei und das entspricht sich nicht immer, also das müssen wir unterscheiden. Und bevor ich jetzt die Bildgröße mit JavaScript analysiere, noch etwas zu diesem Alt-Attribut, das ist ein Attribut, das wird immer, wenn ich ein Bild-Tag automatisch vervollständige, braucht es hier den Pfad und das Alt-Attribut wird vorgeschlagen oder eingefügt. Das hat damit zu tun, dass dies ein Standard ist. Das Alt-Attribut, das enthält den Alternativtext, der angezeigt wird, wenn der jetzt habe ich es am falschen Ort gemacht. Wenn der Pfad kaputt ist und das Bild nicht geladen werden kann, dann wird dieser Alternativtext angezeigt. Aber das ist nicht sein eigentlicher Nutzen, sondern ich repariere das kurz. Der Alternativtext, das ist eine Grundvoraussetzung für Barrierefreiheit. Der wird von Screenreadern vorgelesen für Menschen, die eine eingeschränkte Sicht haben oder nicht sehen können. Und er dient natürlich auch für Suchmaschinen, um den Inhalt einer Seite zu erfassen. Und Suchmaschinen können nicht oder noch nicht von der Bilddatei auf den Inhalt eines Bildes schließen. Also darum ist das sehr wichtig, aber einfachheitshalber werde ich das jetzt löschen.
Aber wenn ich eine Website programmiere, dann schaue ich immer, dass diese Alt-Tags sinnvoll abgefüllt werden. Jetzt schreibe ich etwas JavaScript und öffne die Konsole. Und da frage ich jetzt mal nach der Größe und dafür speichere ich das Bild zuerst in eine Variable namens Image1, weil nachher brauche ich noch mehr. Und das mache ich mit QuerySelector oder mit GetElementById. Und die ID ist Image1. Und jetzt kann ich Informationen abfragen, zum Beispiel die Breite oder die Höhe. Und interessanterweise ist die Höhe 0 und die Breite 612. Warum kennt der Browser die Breite, aber nicht die Höhe? Das ist ein Rätsel, das ich gleich auflösen werde, aber hier zuerst noch andere Möglichkeiten, anstatt Width und Height vielleicht etwas exakter oder sicherer. Die sichereren Werte sind Offset Width und Offset Height. Das lässt sich für jedes HTML-Element verwenden und gibt die geränderte Größe aus. Und auch hier dürfte die Höhe unbekannt sein. 0. Und dann gibt es, und das ist jetzt der wichtige Punkt, es gibt noch die Natural Height, das ist 1080 in diesem Fall, und nicht die Zahl, Natural Width 1920, das Full HD Format. Also das ist die effektive Bildgröße und nicht in jedem Fall brauchst du die Größe des HTML-Elements auf der Seite, sondern bei einem Bild, wenn du da einen Ausschnitt nehmen willst zum Beispiel, dann musst du wissen, wie groß das ist. Also warum sehe ich die Höhe nicht? Offset, Height. Die Breite, die weiß ich, weil, angenommen, wir machen das Bild jetzt nochmal kaputt, der Browser weiß, wie groß das Bild gerendert werden muss, weil der Viewport ist bekannt, sobald das Fenster aufgeht. Der Browser sieht auch, dass es hier ein Bild gibt, aber das Bild kann nicht geladen werden. Trotzdem weiß der Browser, wie groß das sein soll. Also diese Breite ist bekannt. Aber bei der Höhe ist der Browser unsicher. Das wird jetzt hier nicht proportional im 16:9 Verhältnis angezeigt, sondern das wird quadratisch abgebildet. Das scheint so eine Grundeinstellung zu sein. Wenn wir nicht wissen, wie groß es ist, machen wir es so groß wie breit. Und hier ist so ein kaputtes Bildsymbol. Also auch hier dürfte die, obwohl das Bild nicht geladen wurde, die Breite sollte bekannt sein, 612, aber die Höhe nicht. Und ich kriege hier auch eine Fehlermeldung, dass not found 404, der Browser findet keine Bilddatei. Also Offset Width funktioniert. Pardon. Und Offset Height nicht. Was hier passiert ist, die Zeile 22, die wird ausgeführt, bevor das Bild geladen ist. Und Width ist bekannt aus den genannten Gründen, aber Height ist unbekannt, weil das Bild noch nicht bereit ist zu diesem Zeitpunkt. Also was ich hier tun muss, um an diese Werte heranzukommen, ist, dass ich einen Event-Listener brauche, der abgefeuert, wenn das Bild geladen ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, Image1 add Event. Listener und der Event heißt Load und dann kann ich eine anonyme Funktion hineinschreiben oder einen Callback-Namen oder ich kann eine Arrow-Function verwenden, um zu definieren, was hier passieren soll,
wenn das geladen ist, und das kann ich dann hineinpasten und jetzt kriege ich einen Wert. Also das wird erst ausgeführt, wenn das Bild geladen ist. Und es gibt ganz viele Dinge, die abhängig sind davon, dass die Bildgröße bekannt ist, dass das Bild fertig geladen ist. Da musst du so einen Event-Listener verwenden. Und es gibt noch eine Alternative, dies zu tun. Ich kann auch hier schreiben onLoad. Das ist eine Eigenschaft eines HTML-Elements, insbesondere bei Bildern ist das nützlich. Und da dem kann ich einen Wert zuweisen und der Wert, das ist der Callback. Und auch hier kann ich das mit einer Arrow-Function tun. Das kommt aufs Gleiche heraus wie die vorher gezeigte Möglichkeit mit AddEventListener. Also das ist ein wichtiger Punkt. Nicht immer ist zum Zeitpunkt, wo JavaScript ausgeführt wird, sind die Bilder schon bereit. Oder wir können eigentlich immer davon ausgehen, dass die noch nicht bereit sind zu diesem Zeitpunkt, weil das Laden von Bildern, das dauert einige Millisekunden. So. Jetzt möchte ich noch zeigen, wie du Bilder laden kannst, ohne dass sie im Dokument drin sind. Und dazu brauche ich noch zwei weitere Konstanten. Und hier verwenden wir etwas anderes als getElementById oder querySelector. Das kommentiere ich mal aus. Und hier generiere ich ein Bild aus dem Nichts. Und dazu schreibe ich Document createElement. Dürfte schon bekannt sein und schreibe den Tag-Namen, den ich generieren möchte. Und das gibt mir ein HTML-Element. Also ich kann das hier auch schon abfragen, Image 2, und dann sehe ich diesen Tag. Ich sehe aber noch nichts auf meiner Website. Und das liegt daran an zwei Gründen. Erstens gibt es noch keinen Hinweis, wo dieses Bild abgelegt ist. Und dazu muss ich nachschauen, wie es heißt. Und das als Source angeben. Das kann ich so tun, image.source gleich Zeichenfolge, Bilderordner und Dateiname. Und sehe aber immer noch nichts, weil das HTML-Element zwar vorhanden ist und es, wenn wir nachschauen, sehe ich jetzt auch diese Source, vorher war es nur Image, aber ich muss das Dokument noch erweitern, ich muss den Dokumentenbaum, dem muss ich einen neuen Zweig anfügen oder einen neuen Knoten, und das mache ich, indem ich sage Document und dann Body oder je nachdem ein bestehendes Element, Append Child. Hier immer etwas nervig mit diesen Einblendern. Image 2. Und jetzt sehe ich das Bild. Und auch hier möchte ich vielleicht, bevor ich, nein, ich mache noch das dritte. Ich mache noch das dritte Bild. Das ist äquivalent zu dieser zweiten Möglichkeit mit Create Element. Das macht genau das gleiche, aber wird anders geschrieben. Und vollständigkeitshalber solltest du das kennen. Und nachher habe ich dann noch etwas im Zusammenhang mit dem Finden von Bildern auf einer Website. Also es gibt noch eine Möglichkeit, hier das herzustellen, und das machst du mit einer Klasse, die der Browser kennt. Und zwar heißt hier Image, New Image. Da gibt es eine Klasse mit einem Constructor, die ein Bild herstellt. Und der Rest ist dann aber gleich. Image 3, Source und dann die Zeichenfolge mit dem Pfad. Und auch hier ist es nötig, also wenn wir das nochmal rausnehmen, ich sehe nichts. Auch hier muss ich sagen, Document, Body, Append, Child.
und dann diese Variablenname und jetzt sehe ich es und dann kann ich das auch wieder anschalten und jetzt sind es 3 Bilder. Und in der Konsole, wenn ich auf den Inspektor wechsle, dann sehe ich hier das erste Bild, das schon drin war, dann kommt mein JavaScript-Tag und dann werden, also das ist, entspricht genau der Reihenfolge hier im Texteditor und dann werden dieses zweite und das dritte Bild unten eingefügt und dann kommt noch irgendwelches Zeug vom Live-Server-Plugin. Also das ist jetzt alles da. Zurück in die JavaScript-Konsole und jetzt sind wir bereits fast am Schluss, aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass es eine nützliche Liste gibt und zwar heißt die Document Images und die kann ich in der Konsole ausgeben oder ich kann durch sie iterieren mit einem Loop. Und jetzt habe ich vergessen, Console.log zu schreiben. Und dieses Document Images, Images ist eine Eigenschaft des HTML-Dokuments und es enthält eine Liste zu allen Bildern auf einer Website. Also wenn du mal irgendwo auf einer Website bist mit sehr vielen Bildern und irgendwie die Links davon brauchst und die Quellen davon, dann kannst du mit einem Loop durch diese Bilder durchgehen, indem du auf Document Images gehst, also auch wenn diese Bilder wild verstreut im Document Object Model irgendwo im Baum hängen. Hier gibt es eine Liste. Und es ist nicht ein Array, es ist eine sogenannte HTML Collection. Das ist das gleiche, was du kriegst, wenn du Document Query Selector All verwendest, um eine ganze Reihe von Elementen in eine Liste zu speichern. Aber es gibt Eigenschaften, die dem Array ähneln. Also zum Beispiel kannst du sagen, for image, let image of document images. Und dann kannst du sagen, du willst den Link zu diesen Bildern. Also das könnte vielleicht einmal nützlich sein, wenn du auf einer Website irgendetwas herunterladen willst, zum Beispiel. Das listet hier diese Bilder auf. Und hier ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass dieses Bild oder diese Bilder erst verfügbar sind in dieser Liste, wenn du Bilder generierst. Erst wenn du sie ins Dokument eingefügt hast mit Append Child, wirst du sie in der Liste sehen. Also bei diesen zwei Bildern, die ich generiert habe, wenn ich vergesse, die mit Append Child ins Dokument einzufügen, dann figurieren die auch nicht in dieser Document Images Liste. Also das ist wichtig, dass du diesen Schritt hier, diesen letzten Schritt auch noch machst, damit du diese Bilder dort findest. Okay. Und hier noch einmal zur Wiederholung, wenn ich schreibe Image Height, sehe ich nichts. Also ich muss hier auf einen Event Listener zurückgreifen, um an diese Werte heranzukommen, an die Bildwerte. Weil zum Zeitpunkt, wo ich JavaScript, wo mein eigentliches Programm ausgeführt wird, diese Bilder noch nicht fertig geladen sind.